ziemlich immer. Genau, und das funktioniert dann eben ganz unterschiedlich, aber zum Beispiel gibt solche Sachen, wenn mein Freund nach Hause kommt, dann knie ich mich erstmal hin und ziehe die Schuhe aus, so würde ich ihn dann zum Beispiel begrüßen. Das ist jetzt nicht nur klassisches Pärchen. Also ihr praktiziert das nicht nur, was das Sexuelle angeht, sondern auch im normalen Leben, genau. Also im normalen Umgang miteinander. Genau, im normalen Umgang miteinander. Zum Beispiel sage ich zu meinem Freund auch nicht du, sondern ich benutze den Majestatis, also ihr zu meinem Freund. Ah, okay. Genau. Also ich würde sagen, kann ich euch etwas zu trinken bringen, statt kann ich dir was zu trinken bringen. Und das machst du immer, oder was? Immer. Wenn der am Samstag Bundesliga guckt, dann sagst du, kann ich ihm ein Bier bringen? Genau, aber kann ich euch die Chipstüte reichen? Auch wenn dem der Kopf nach ganz was anderem steht, spielt da immer eure sexuelle Ausrichtung eine Rolle. Genau, das ist so eine Art Lifestyle für uns. Tja, abgefahren. Nee, ich find's echt abgefahren. Ja. Was entgegnest du Leuten, die jetzt sagen, oh, damit kann ich gar nichts anfangen, das, was ihr da macht, das ist doch nicht normal? Also das ist irgendwie auch gestört? Also den Leuten sage ich zum einen mal, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn sie damit nicht klarkommen, weil jeder hat seine eigene Beziehung. Und dann sage ich ihnen, dass ihre Großeltern wahrscheinlich heimlich auch so eine Beziehung führen, ohne es zu wissen. Ich glaube, so konservative Beziehungen sind gar nicht so... ohne. Also die gibt es schon öfter, ne? Ja. Und ich meine natürlich, dass ich meinen Freund betitle.